Herzlich willkommen hier im Schweriner Dom. Herzlich willkommen am Heiligen Abend. Willkommen in der Nacht der Nächte. Willkommen dort, wo wir alle zu Hause sind. Beim Kind in der Krippe, in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Lasst uns sehen das Wunder und hören das Wort in der Stille der Heiligen Nacht. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Das ist die Botschaft, die uns heute am Heiligen Abend miteinander verbindet. Und wo immer Sie uns gerade sehen und hören, es sind besondere Zeiten. Wir sind körperlich nicht an einem Ort und dennoch sind wir jetzt beieinander. Zu diesem Wir gehören auch drei Menschen, die heute in diesem Gottesdienst die Weihnachtsgeschichte lesen werden. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Ministerpräsident Daniel Günther und der erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Dr. Peter Tschentscher. Ich freue mich sehr, dass diese drei heute diesen Gottesdienst mitgestalten und so auch mit uns feiern. So feiern wir dieses Weihnachtsfest, miteinander verbunden, verbunden mit allen, die auf den Namen des Christuskindes getauft sind, hier und an allen Orten seiner Kirche weltweit. Verbunden mit allen, die vor uns in seinem Namen waren und die nach uns in seinem Namen da sein werden. Vereint mit allen Engeln, Mächten und Gewalten des Himmels. Schwestern und Brüder, verbunden hinweg über die Grenzen von Zeit und Raum. So sind wir zusammen. Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hört die Weissagung, wie sie aufgeschrieben ist im Buch des Propheten Jesaja im 9. Kapitel. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er's stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Lasst uns beten. Guter und barmherziger Gott, heute Nacht ist heilige Nacht. Wir horchen in die Nacht der Nächte hinaus. Die Botschaft der Engel möchten wir hören, das Hoffnungslicht über Bethlehem möchten wir sehen. Wir danken dir für das Schöne, das wir trotz schwerer Zeiten heute erleben dürfen. Und wir bitten dich, steh allen bei, die an diesem Abend krank sind. Wir bitten dich für alle, die traurig sind, sei bei ihnen mit deiner Wärme und deinem Licht. Und lass uns die nicht vergessen, die arm sind wie die Hirten damals, die als Flüchtlinge und voller Hunger in dieser Nacht unterwegs sind. Alles, was uns bewegt,
legen wir in deine Hand. Bei dir ist es gut aufgehoben. Mach uns empfänglich für das Wunder der heiligen Nacht. Heile unser Leben, das wir von deiner Liebe und Güte nehmen und weiterschenken. Amen. Geschichte nach Lukas. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie das selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt ihr zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, bereiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Was für ein Weihnachten! So viele Seufzer liegen über diesen Weihnachtstagen. Die Seufzer derer, die um Gestorbene trauern, um vertraute und liebe Menschen, die nun nicht mit ihnen Weihnachten feiern. Die Seufzer derer, die den Heiligen Abend nicht mit ihrer Familie verbringen und sich davor fürchten, in diesen Tagen allein zu sein. Die Seufzer derer, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen um Menschenleben kämpfen. Liebevoll und mit all ihrer Kraft an der Seite derer, die sie jetzt so dringend brauchen. Die Seufzer derer, die erschöpft sind
und doch nicht zur Ruhe kommen vor lauter Sorge um ihre Gesundheit und die ihrer Liebsten, um ihren Arbeitsplatz und darum, wie es weitergehen wird mit den altgewordenen Eltern, den Kindern zu Hause im Lockdown, der Schule, dem Studium und all den Plänen, die in Frage gestellt sind. Ach, so viele Seufzer liegen über diesen Weihnachtstagen. In einem Jahr, das angefüllt ist mit immer neuen Herausforderungen, Entscheidungen, Fragen. Wen können wir treffen? Worauf verzichte ich? Was verschieben wir lieber? Ein Jahr, angefüllt auch mit Veränderungen, mit so vielem, was es neu zu lernen gab und worauf es sich einzustellen galt. Viele Veränderungen, viele Entscheidungen. Deshalb sagen auch viele in diesem Jahr, Weihnachten ist so ganz anders. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dem zustimmen mag. Ja, wir feiern anders und ja, wir sind unter anderen Bedingungen zusammen, auch hier in der Kirche und sicher auch Sie zu Hause. Aber in allem, was anders ist, kommt eines ganz vertraut und selbstverständlich daher. In allem, was sich ändert und in Bewegung ist, ist eines verlässlich da, wie ein Fels in der Brandung. Die Botschaft von Weihnachten, die Botschaft des Heiligen Abends. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr. Das ist die Nachricht des Tages, ersehnt und erhofft. Eine Nachricht, die man sich nicht selber sagen kann. Eine himmlische Botschaft aus rettenden Worten. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr. Der Heiland, ein altes Wort ist das. Es bezeichnet die Hoffnung auf einen, der die Wunden und Verletzungen in unserem Leben heilt, die Spaltungen in der Gesellschaft überwindet und in Polarisierungen Brücken baut, neues Verstehen schafft, Gemeinschaft und Solidarität. Wie aber soll das gehen? Es fängt damit an, dass Gott ein Mensch wird, ein neugeborenes Kind und sich so in die Hände der Menschen begibt, sich uns anvertraut und gerade so unsere Liebe, unsere Fürsorge, unsere einander umhüllende Verantwortung weckt. Das Christuskind lässt uns wie in einem Spiegel sehen, was nicht nur für dieses und andere Kinder, sondern was für uns alle gilt, an jedem Tag unseres Lebens. Wir können nur leben, indem wir uns täglich in die Hände anderer Menschen begeben, uns einander anvertrauen und darauf vertrauen, dass wir alle mit diesem Vertrauen sorgsam und verantwortungsvoll umgehen. Dass wir uns gegenseitig kein Leid zufügen, sondern uns helfen und retten. Dass wir einander in Angst und Gefahr beistehen und sagen, hab keine Angst, was auch geschieht, da bin ja noch ich, da sind ja noch wir. Und selbst da, wo wir Menschen an Grenzen stoßen, wo wir unsere Fürsorge verweigern oder Vertrauen missbrauchen, aneinander schuldig werden, wo wir Verantwortung füreinander ablehnen, wo Hass und Gewalt statt Liebe Raum greifen, da steht Gott im neugeborenen Christuskind mit seinem Leben dafür ein, Leid zu beenden, Schuld zu vergeben und dem Tod eine Grenze zu setzen, durch ein neues Leben in Christus. Denn unablässig arbeitet Gott daran, alles, wirklich alles Böse mit Gutem zu überwinden. Zum Zeichen dafür wird Gott ein Kind. Schenkt unserer bedrohten und verletzlichen Welt, schenkt uns bedrohten und verletzlichen Menschen ein neues Leben, neue Hoffnung, eine rettende Botschaft. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr? Das Christuskind ist Gottes Zeichen, dass er diese Welt, dass er uns Menschen nicht verloren gibt, sondern im Gegenteil, Gott setzt auf uns, vertraut sich uns an, begibt sich in unsere Hände. Deshalb heißt die Botschaft des Heiligen Abends, Gott ist für uns da. Gott gibt uns und unsere Welt nicht verloren. Und deshalb gebt auch ihr diese Welt, gebt auch ihr einander nicht verloren. Seid füreinander da. Mit Güte und Wohlwollen, mit Liebe und Fürsorge und umhüllt einander mit Barmherzigkeit. Und weil es Weihnachten ist, lasst uns einander in diesem besonderen Jahr reich beschenken. Mit einer Gabe, die wir großzügig geben und für die wir nichts zurückverlangen. Keine Gegenleistung.
diese Gabe, die jede und jeder von uns schenken kann, die wir einander schenken und die uns alle miteinander als Gesellschaft reich machen und stärken wird, sie heißt Verantwortung füreinander. Verantwortung füreinander, aus der heraus wir uns selbst beschränken. Uns nicht alle Freiheiten nehmen, sondern um der anderen willen verzichten. Für eine Weile. Auf Kontakte, wo es nicht sein muss, auf Besserwisserei, weil wir es doch auch nicht besser wissen als alle anderen. Weniger nehmen und dafür mehr geben. Zeit für ein Telefonat, für einen langen Brief, ein offenes Ohr, ein offenes Herz. Das ist Verantwortung, die unseren Blick weitet. Weg von dem, was man jetzt und hier für sich selbst sofort und unbedingt will. Weg von einer Fixierung auf die Gegenwart, auf das Hier und Jetzt. Verantwortliches Denken und Handeln, das uns auch helfen wird, unser Handeln mehr als bisher von der Zukunft her zu bestimmen. Von Gottes Zukunft her. Damit alle Menschen als Gottes geliebte Geschöpfe in Würde leben können. Damit unsere Welt, Gottes Schöpfung, damit wir sie behüten und bewahren und dem Klimawandel entschlossen entgegentreten und Wege für ein neues Miteinander suchen, das wachsende soziale Spaltungen und politische Polarisierungen überwindet. Lasst uns einander an diesem Weihnachten reich beschenken, mit gegenseitiger Verantwortung, füreinander und für unsere Welt. Bestimmt von der Zukunft her, die Gott für uns Menschen will. Friede auf Erden, Gerechtigkeit, Liebe und Barmherzigkeit. Ja, über diesen Weihnachtstagen liegen viele Seufzer. In sie hinein kommt Gott zur Welt. Und er umhüllt uns mit seiner Zukunft und mit einer himmlischen Botschaft. Euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus? Der Herr. Amen. Auch in diesem Gottesdienst sammeln wir eine Kollekte. Sie ist bestimmt für die Aktion Brot für die Welt.
Mit Ihrer Spende helfen Sie, die Folgen der Pandemie auch weltweit zu lindern für Menschen, die jetzt kaum Hilfe bekommen und sie doch so dringend brauchen. Einen Link zur digitalen Kollekte finden Sie im Kommentarfeld dieses Videos oder am Ende im Abspann. Gott segne Geberinnen und Geber. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, der du ein Kind wirst, ein Kind, das Liebe und Fürsorge in uns weckt, wir bitten dich für alle Menschen, die in dieser heiligen Nacht in Angst leben, für alle, die von Krieg und Terror bedroht sind, für alle, die in dieser Welt hungern, für alle, die unterdrückt werden und auf der Flucht sind. Sei du bei ihnen, lass sie deine Liebe spüren, stärke und tröste sie. Wir bitten dich für die Alten und Kranken, für alle, die an Covid-19 erkrankt sind, für alle, die einen geliebten Menschen verloren haben. Wir beten für alle, die in dieser Nacht Dienst tun, in Kranken- und Pflegeheimen auf hoher See, in den Straßen unserer Städte. Lass sie alle deine Nähe spüren. Wir beten für die Menschen, die wir lieb haben. Und auch für die Menschen, die uns Mühe machen, die uns Geduld kosten und mit denen zusammenzuarbeiten und nebeneinander zu wohnen uns schwerfällt. Schenk uns Wege zum Frieden. Gott, du kennst alles Leid. Du siehst alles Elend und du weißt um alles Glück. Deine Augen wachen über alle Liebe und Barmherzigkeit. Bewahre uns die Freude. Stärke uns in der Liebe, umhülle uns mit deinem Frieden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vieles, was uns sonst am Heiligen Abend verbindet, ist in diesem Jahr leider nicht möglich. Aber wir können etwas tun, was uns dennoch verbindet. Heute Abend um 20 Uhr Stille Nacht, Heilige Nacht singen. Allein am geöffneten Fenster oder zusammen mit der allerengsten Familie draußen auf dem Balkon. Der NDR wird um 20 Uhr die Musik dazu im Radio spielen. Stille Nacht, Heilige Nacht
in diesem Jahr ein schönes, ein verbindendes und ein tröstliches Zeichen in einer Nacht, die wohl stiller sein wird als alle Weihnachtsnächte, die wir bisher erlebt haben. Nun geht in den Frieden der heiligen Nacht unter dem Segen Gottes. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.